Hallo zusammen und willkommen in diesem zweiten Video über Homöopathie. So, in diesem Video machen wir eine Analyse von dieser Information. Homöopathie kann heilen. So, wie kann man bewerten diese Information? So, letztes Mal in erstem Video haben wir geredet über magisches Denken, Verzerrung. Und heute werden wir reden über Ähnlichkeitsprinzip. So, Ähnlichkeitsprinzip, was ist das? So, ein von dir, der hat über das geredet, auf jeden Fall, er ist der mehr bekannteste für das, das ist der Paracels. Er war ein Schweizer Arzt von Ende Mittelalter. Und dieser Mann hat gesagt, Ähnliches mit Ähnlichem heilen. So, was heißt das? Das heißt, wenn etwas sieht aus wie etwas andere, das heißt, wir können diese etwas andere heilen. So. Nehmen wir ein Beispiel. Hier, diese Pflanz, das ist geflecktes Lungenkraut. Diese Pflanz sieht aus wie Lungenblechen. So, ich habe gesagt, es sieht aus wie Lungenblechen, so in unsere Lungen. So, ja, der Paracels sagt, wenn es sieht aus wie Lungenblechen, es sollte eine gute Dinge sein, es sollte ein gutes Medikament sein, um Probleme in Lungen zu heilen. So, ja, er sagt, wir können Lungenprobleme, so zum Beispiel Atmenprobleme oder solche Dinge, heilen mit dieser Pflanze, weil es sieht aus wie Lungenblechen. Ein anderes Beispiel hier, das ist Salat, so die Lettuce in diesem Fall. Hier, wenn wir schneiden eine Lettuce, ihr merkt, da drin gibt diese weiße Flüssig, so das sieht aus wie Milch, so darum in Französisch, das heißt Laitue, Lait ist Milch. Es sieht aus wie Milch, so ja, es sollte gut sein für stillende Mütter. Ein anderes Beispiel, Ophioglossum, so das sieht aus, diese Pflanze sieht aus wie eine Schwanz von Schlange. So, es sollte gut sein, um zu jemand zu heilen gegen Schlangenbiss. Wenn Sie haben einen Schlangenbiss, Sie können heilen mit das. So, ja, das ist die Ähnlichkeitsprinzip von Paracels. Ähnliches mit Ähnlichem heilen. Okay, so, es ist interessant, aber ja, es könnte sein, dass es funktioniert nicht und ja, und es funktioniert nicht. Es war gezeigt. Und es gibt ein anderes Problem, ist, manchmal können wir denken, dass es funktioniert, auch wenn es funktioniert nicht. Und das hat zu tun mit, dass wir reden über ein Medikament, dass wir machen Medikament mit das und manchmal, wenn der Medikament funktioniert nicht, natürlich, wir sterben. So gucken wir genau, was es passiert. Warum sage ich das? So, Beispiel. Sagen wir, ich habe einen Schlangenbiss von einer Schlange, aber ich weiß nicht, welche Schlange, weil ich bin kein Experte. Und ich nehme Ophioglossum. So, zwei Möglichkeiten. Entweder diese Schlange ist eine Viper oder es ist eine Grasschlange. So, ich erinnere Ihnen, dass Grasschlangen sind nicht gefährlich, sie werden nicht sterben, wenn sie haben einen Schlangenbiss von Grasschlangen. Aber wenn es ist eine Viper, so das ist gefährlich, sie können sterben in diesem Fall. So, wenn Sie haben einen Schlangenbiss von einer Viper, so eine Viperbiss, und Sie nehmen Ophioglossum, hinten, das ist nicht gut für Ihnen, weil Ophioglossum funktioniert nicht und Sie haben eine Viperbiss, so Sie können sterben, Sie werden wahrscheinlich sterben. Und wenn es ist der Fall mit der Grasschlange, in diesem Fall, Sie nehmen Ophioglossum und hier alles okay. Und alles okay, nicht wegen Ophioglossum, alles okay, weil das war eine Grasschlange. Und hier, Sie werden überleben und Sie werden viel reden über diese Geschichte. Und Sie werden sagen, ja, ich hatte eine Grasschlangenbiss und ich habe Ophioglossum genommen und jetzt alles okay, es hat mir geheilt und ja, super.
So, in diesem Fall werden Sie diese Geschichte erzählen und in diesem Fall, Sie werden nicht viel machen, weil Sie sind tot, und fertig. Und hier, es gibt eine wichtige Verzerrung, die heißt so Attrition Bias, so das ist der englische Name. Ich habe leider nicht die deutsche Namen für diese Verzerrung gefunden. So sagen wir Attrition Verzerrung. Und diese Verzerrung sagt, dass natürlich, wenn wir kriegen nur die Information von einer Richtung, so in diese Richtung, dass Ophioglossum funktioniert, wir werden denken, dass Ophioglossum funktioniert für Schlangenbiss. Und die andere kriegen wir nie diese Information, weil die Leute, die sind tot. So, wir werden nie wissen, dass Ophioglossum hat nicht funktioniert. So, das ist die Attrition Bias, Verzerrung. Müssen wir vorsichtig sein, wenn wir kriegen eine Information von verschiedenen Leuten, die sagen, es hat funktioniert. Vielleicht gucken wir nur die Teil von diesen Leuten, von wem es hat funktionieren. Und wir sehen nicht die anderen Leute. So, ja, man muss sehr vorsichtig mit dieser Verzerrung sein. So, der Arzt Paracels hat sehr viele Tests gemacht. Er hat 600 Tests gemacht mit vielen Pflanzen, vielen Sachen. Und am Ende, nur zwei von diesen Tests sind am Ende wahr, so funktionieren am Ende. Alles die anderen sind nicht, ja, funktionieren nicht. Und was sind diese zwei? So, das erste ist diese beiden Pflanzen, so Silberweide und Techtelmedesüß. Er hat gesagt, er sollte gegen Rheuma heilen, weil das war eine falsche Grund, weil diese Pflanze können leben neben Wasser, so ja, es hat zu tun mit, ja, das ist eine Geschichte, die ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall, er hat gesagt, es sollte funktionieren für einen falschen Grund und es hat funktioniert. Und warum hat es funktioniert? Weil in diese Pflanzen es gibt eine spezielle Molekül, die Acetylsalicylsäure. Und diese Molekül ist auch in die Paracetamol. So, darum, es funktioniert gegen Rheuma. So, das ist Zufall, aber auf jeden Fall, es hat funktioniert. Und ja, natürlich, wenn wir machen sehr, sehr viele Tests, es sollte nach ein paar Tests funktionieren. So, unwahrscheinlich ist nicht möglich. Das ist diese Video über Statistik, so diese Werkzeug über Statistik, wir haben schon gesehen. Ja, natürlich, 600 Tests, es sollte funktionieren. Die Überraschung wäre gewesen, wenn auf 600 Tests es gibt gar keine, die funktionieren. Okay, so das war die erste, die hat funktioniert. Und die zweite ist der Nuss. So ja, der Nuss, er hat gesagt, oh, er sieht aus wie ein Gehirn. So, es sollte gut sein für das Gehirn. Und ja, es ist gut für das Gehirn, aber nicht, weil es sieht aus wie ein Gehirn. Es ist gut für das Gehirn, weil es gibt Omega-3 da drin. Okay, so sind wir jetzt am Ende von diesem zweiten Video über Homöopathie, die Analyse von Homöopathie kann heilen. Reden wir nächstes Mal mehr über Homöopathie. Was ist genau Homöopathie? Wie machen wir diese Medikamente von Homöopathie? So, ja, sehen wir uns nächstes Mal für die nächste Video. Bleiben Sie skeptisch. Bye bye.